Ja, Sie sind hier in der einzigen Weinstube in der Mainzer Altstadt, in der eigener Wein fließt. Wir haben ein kleines Weingut im rheinhessischen Weinolzheim und betreiben dort Weinbau seit 1756. Ja, mein Schwiegervater hatte die interessante Idee, sich nach Absatz in der Stadt umzuschauen, hat sich ein bisschen nach Gastronomie umgesehen und hat dann das Weinhaus hier in der Stadt erworben. Und da hatte er seinen Sohn, es sind zwei Söhne im Weingut herangewachsen, und sein Sohn, der Stefan Michel, der hat dann die Weinstube übernommen. Nebenbei wurden die Weinberge weitergeführt und somit sind wir hier die einzige Weinstube, die eigenen Wein ausschenkt. Mein Mann, der Stefan Michel, der ist in Weinolzheim im Weingut aufgewachsen und hat es von klein auf mitbekommen und gelernt. Und ich kam dann später dazu. Wie gesagt, ich bin so seit 25 Jahren ungefähr hier in Mainz, und ziemlich schnell hat es super funktioniert, dass wir so miteinander arbeiten. Ich wollte immer was Kreatives machen, ich wollte das mit Menschen zu tun haben. Das heißt, mein Mann managt das Weingut, ich eher so das Weinhaus. Außerdem haben wir noch vier Jungs, so zwischen 19 und 8 Jahre alt. Und da ist ganz viel positive Energie. Die machen unglaublich viel mit, sind sehr selbstständig dabei. Und der Älteste ist Winzer, der Zweite ist auch sehr am Wein und eher, glaube ich, so Richtung Vermarktung interessiert. Aber mal schauen, was draus wird. Also auf jeden Fall als Familie haben wir da keine Langeweile. Unsere Rebfläche ist in Weinolzheim, das ist in der Nähe von Nierstein, tiefstes Rheinhessen, 25 Kilometer ungefähr von Mainz entfernt. Dann gibt es hier in Rheinhessen Rebsortenvielfalt, es gibt eine Fülle von Sorten. Und wir hatten die ungewöhnliche Idee, daraus Charaktere zu machen. Wir haben uns überlegt, was wäre diese Rebsorte für ein Mensch und was wäre es für ein rheuhessischer Mensch. Und da sind Michels Weinpersönlichkeiten entstanden. Um das Ganze ein bisschen darzustellen, haben wir noch eine tolle Illustratorin mit dazu genommen, die Martina Theisen. Die illustriert eigentlich Kinder- und Schulbücher. Und die hat so im Stil von Wilhelm Busch diese ganzen Charaktere gezeichnet. Und wir experimentieren immer gern. Wir haben zum Beispiel, arbeiten wir im Sommer mit einem Erdbeerbauern aus Ingelheim zusammen. Der bringt uns eine ganz besondere Erdbeersorte, immer frisch gewaschen und gezupft, eine riesige Menge. Die vereinigen wir mit einem Riesling, diese Erdbeeren. Die Erdbeeren bleiben so lange drin, bis sie wirklich ganz weiß sind, alle Aromen und Farbstoffe abgeben. Und dann machen wir daraus einen ganz tollen Sekko, die Erdbeerperle. Wir haben viele, also wirklich alle Altersgruppen, alle Berufsgruppen. Wir haben ganz interessanten Kulturkalender. Wir haben nämlich den Keller für Kenner aufgebaut mit den Jahren. Da gibt es Lesung und Musik und auch dort wieder Gäste in allen Altersgruppen. Und es macht wirklich sehr viel Spaß. Die Küche hat sich sehr, sehr stark gemausert. Also von der kleinen Weinstubenküche ist es jetzt fast eine Restaurantküche. Wir haben wirklich viel im Angebot. In der Küche ist es uns sehr wichtig, dass wir mit regionalen Produkten arbeiten, saisonalen Produkten. Wir haben eine sehr schöne Saisonkarte immer zusätzlich zu der normalen Speisekarte und bekommen Produkte aus der regionalen Landwirtschaft und beziehen unseren Käse zum Beispiel vom Alpkäsladen vis-à-vis und das Brot von unserem Bäcker hier um die Ecke. Und damit ist es sehr rund und macht sehr viel Spaß.